Hallo zusammen, ich komme für euch von Auraxis und das ist der perfekte Ausblick auf das heutige Video. Heute eine ganz entspannte Let's Play Runde, in der ich einfach über all die Themen labere, die mir so in den Kopf kommen. Vor allen Dingen natürlich über meine Inaktivität, über den großen Abstand zwischen den einzelnen Videos, aber auch übers Abi zum Beispiel, übers Studium und so weiter. Also alles, was mir so in den Kopf kommt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allen Dingen nehmt es mir nicht übel. Diesmal werde ich so gut wie nicht das Video schneiden, denn ich möchte einfach ganz natürlich heute einfach mal ein gechilltes Video machen, ohne groß mich anzustrengen, schneiden zu müssen, etc. Let's go! Wir fangen aber erst einmal an, kurz über das Missionssystem zu sprechen. Ich habe auch soeben eine Aufnahme gemacht zum Thema Kampagne. Freut euch da drauf, das kommt wahrscheinlich am Sonntag oder so Richtung Wochenende. Jetzt läuft ja erst einmal noch bis heute, also bis Donnerstag, Doppel-XP, wegen dem 8. Geburtstag von PlanetSide 2. Und ich habe bei den Missionen einmal die Geburtstagsmission scharf gestellt. Hier müssen wir noch 15 Kills, beziehungsweise 11 Kills mit einer Pistole machen. Die andere Aufgabe habe ich schon erfüllt, nämlich musste man da einfach 3 Einrichtungen erobern. Und dann bekommt man hier die Platinum-Pilot-Version und 8 Jahre Loyalität als Decal. Ja, findet ihr, wenn ihr hier drauf geht, dann auf Missionen und dann einfach annehmen. Und als zweite Mission habe ich noch hier so eine Waffenbewertung mit drin. Da soll ich die NSX Naginata testen. Und da müssen wir auch noch 26 Kills machen. Ob ich das heute schaffe, wird vielleicht knapp. Aber da hat man hier halt jeden Tag eine schöne Auswahl. Vielleicht mache ich auch noch ein Let's Play, wo wir mal so viele Missionen versuchen zu erfüllen, wie nur möglich. Und das geht ja super los. Okay, wir wollen aber nicht so viel über Missionen sprechen, sondern jetzt ins Videothema reingehen, nämlich meine Inaktivität. Okay, bevor ich darüber spreche, ich habe die besondere Version der Emissary-Netzwerk, die Emissary-Netzwerk habe ich drin. Die gab es nämlich zum 7. Geburtstag von PlanetSide 2 letztes Jahr in der Geburtstagskiste. Ist im Prinzip sowas wie eine Pistole, die wie eine Maschinenpistole schießt, ja. 30 Schüsse. Ich habe die nanoverflochtene Rüstung drin, denn da dadurch bin ich einfach um 20% immuner gegen viele Waffen. Speertarnung ist klar. Dann hier dieses lustige Energiemesser, was Fahrzeuge beschädigen kann. War ebenfalls bei der Geburtstagsbox zum 7. Geburtstag drin. Munitionsdrucker und natürlich Cat-like als Implantate, damit ich, wenn ich getarnt bin, schneller kriechen kann. Ja, und wir versuchen jetzt erst einmal hier diese Geburtstagsmission abzuschließen. Und währenddessen wir das machen, fange ich jetzt mal an zu reden. Bitte nehmt es mir auch nicht übel. Ich bin ziemlich schlecht darin, gleichzeitig gut zu spielen und dann auch noch sinnvolles Zeug zu labern, ja? Also eins von beiden geht heute mindestens schief. Nehmt mir das nicht übel. Und hier kommt ein Orbital Strike rein. Wir sind so tot. Ich glaube, das wird der erste Cut. Ach nein? Ja, doch. Nein, wird's nicht. Wir müssen nicht cutten. Das geht ziemlich schnell hier wieder. Ja, und schon ist man weg und da wird sich jetzt so ein neuer Spieler denken, what the fuck. Und es wird nicht groß erklärt, was das war, ne? Aber das wird ja bald in Angriff genommen. Ein neues Tutorial wird ja Anfang 2021 ins Spiel kommen. So, aber jetzt wirklich mal. Was war los? Warum habe ich so lange jetzt keine Videos hochgeladen? So wenig Videos und das ist ja im Prinzip schon seit, ja, Anfang Sommer der Fall. Das liegt daran, weil ich einfach PlanetSide 2 so ein bisschen aus den Augen verloren habe, ne? Ich habe wirklich seit März bis Mai, bis Ende Mai für das Abi gelernt. Das war natürlich mein Fokus. Das lief auch ganz gut und das ist der erste Kill. Ich habe eine 2,2 geschafft als Durchschnitt, darauf bin ich ganz stolz. Bei uns in Sachsen ist das Abi ja auch wieder anders, wie zum Beispiel bei euch in keine Ahnung wo. Und den habe ich nicht gekillt. Aber das lief ganz gut und dann habe ich das Abi geschafft, war mega froh. Naja, erst einmal der ganze Druck ist abgesunken und dann hatte ich natürlich andere Interessen als einfach am Computer zu zocken, ja. Generell hatte ich keine Lust zu zocken, sondern ich wollte einfach andere Sachen machen. Ich habe zum Beispiel im Sommer war ich viel Gold waschen. Das hört sich jetzt total verrückt an, das ist möglich, zumindest bei uns in Sachsen. Da war ich immer wieder im Wald auch mal ganz gechillt und hatte meine Ruhe und konnte die Natur genießen und das war richtig schön. Im Sommer war das ja auch ein bisschen alles lockerer wegen dem Virus. Da konnte man wenigstens mal essen gehen und das wird ja jetzt alles irgendwie
ziemlich eng für die Restaurants, ne? Aber ich habe einfach andere Sachen gemacht als gezockt und habe also nicht Planet Side 2 gezockt, konnte in dem Falle auch keine Videos machen. Und da habe ich das alles ein bisschen schleifen lassen, ja? Jetzt auch in den letzten Monaten. Habe mich mit anderen Dingen befasst, wie zum Beispiel Online-Marketing. Habe da versucht, Videokurse zu verkaufen. Mit Google Ads-Werbung habe ich eigene Werbevideos erstellt, auf YouTube geschalten. Hat aber nicht gut funktioniert. Oh nein, das war ein Fehler. Ja, das war's dann auch wieder. Ich sehe schon, das wird heute super. Also Online-Marketing habe ich gemacht. Jetzt werde ich wahrscheinlich mit Traden anfangen. Da ist mein Papa auch ziemlich tief in der Materie drinne. Aber ich habe mir halt so jetzt gesagt, jetzt kommt der Winter, jetzt kann man nicht mehr so viel raus. Es ist auch schade drum. Ich habe den YouTube-Kanal mit viel Leidenschaft seit Anfang 2018 aufgebaut. Und das jetzt schleifen zu lassen, ja, das ist es einfach nicht wert. Das ist auch zu schade drum. Und einfach euch auch als wundervolle Community keine Videos mehr zu geben. Das ist einfach nicht das, was ich wollte. Und da sind wir wieder tot. Haben aber zumindest einen Kill gemacht. Ja, das ist das Problem hier bei TI Alloys, ne? Sobald man auf Indar spielt, spielt man eigentlich immer hier. Gefühlt. Genau. Also, so viel erst einmal zur Inaktivität. Also, ich bin nicht irgendwie krank geworden oder wenn das einige gedacht haben. Ach ja, ich will noch einen Spieler grüßen. Der hat mich nämlich letztens angeschrieben, ob ich noch am Leben bin. Ich weiß nicht mehr den Namen. Er fing mit A an und hat mit Nator geendet. Ich blende ihn einfach mal ein. Danke deiner Nachfrage, mir geht's gut, ich lebe noch. Und er hat mir auch versprochen, das Video anzuschauen hier. Habe ihm nämlich geschrieben, dass ich ein Video machen will über den aktuellen Stand der Dinge, warum ich so inaktiv war. Und ja, also Grüße gehen raus an dich, auch an alle anderen, die sich gesorgt haben um mich. Es ist halt manchmal wirklich sehr schwer als YouTuber. Es gibt da manchmal so Phasen, wisst ihr, so ein Video zu machen, das ist auch nicht einfach mal schnell in einer Stunde gemacht, ne? Wenn man es professionell macht und wie zum Beispiel die Livestream-Zusammenfassung. Das hat 2 Tage gedauert. Also ich saß jetzt nicht 2 Tage am Stück dran an dem Video, aber jeden Tag mehrere Stunden, ja? Du musst die Informationen raussammeln, einen Text schreiben, damit das nicht nur so ein Gestotter ist und langes Gelaber und eigentlich wenig Sinn, sondern ich mache meine Videos immer mit viel Sorgfalt. Die meisten zumindest. Heute zum Beispiel ist es mal ganz gechillt. Und manchmal hat man da auch einfach überhaupt keine Lust drauf, ja. Aber ich habe jetzt wieder Lust und ich möchte mir jetzt auch vornehmen. Ich will eigentlich nicht schon wieder so große Versprechen machen, ja. Aber, dass ich jeden Mittwoch zumindest, also einmal in der Woche, gegen Abend, gegen 19 Uhr, ein Video hochladen werde. Ja, also ihr könnt euch jeden Mittwoch in der Woche gegen Abend hin auf ein Video einstellen. Ob ich das jetzt durchhalte, ich werde es versuchen mit meinem Herzen, ja. Aber das wird sich zeigen. Und das ist jetzt so mein Versprechen an euch. Ich werde jetzt auch ein bisschen vorproduzieren, die Kampagne durchspielen, zumindest Kapitel 2, was jetzt läuft. Und hoffe, ihr habt da jetzt wieder viel Spaß. Natürlich auch Zusammenfassungen machen. Und die andere Sache ist natürlich Discord. Da habe ich mich ja auch seit Ostern nicht mehr wirklich blicken lassen. Seit dem Oster-Event, was wir da gemacht haben. War auch ziemlich cool. Hatte ich auch eigentlich versprochen, noch das Video hochzuladen. Okay, das war jetzt so ein Fail. Ist auch nicht zustande gekommen, ja. Aber ich muss auch da ein bisschen über meine Persönlichkeit sprechen noch und über meinen Charakter. Ich bin immer mega aufgeregt, wenn ich mit vielen fremden Leuten zocke. Ich weiß nicht, warum das so ist, ja, das ist einfach mein Charakter. Und ich kann nicht wirklich entspannen und mein Bestes zeigen beim Gameplay, wenn ich mit anderen Leuten zusammen zocke. Ich bin auch immer mega aufgeregt, habe durchweg nasse Hände. Warum, weiß ich nicht, ja, das ist einfach mein scheiß Charakter oder whatever, aber es ist mir auch teilweise unangenehm, mit fremden Leuten zu spielen, ja. Das geht überhaupt nicht gegen euch, ja. Ihr seid alle geil, die Planet Side 2 Community ist geil. Es gibt auch immer mal wieder ein paar, ne, andere Leute, die ein bisschen Streit schüren, aber im Grunde genommen gibt es dieses Spiel nur 8 Jahre wegen der Community, ne, und die muss man schätzen. Aber Discord ist eben so eine Sache, ihr habt das auch schon gemerkt, wenn ich mal mitgespielt habe,
ich rede dann auch nicht so voll euphorisch, wie ich zum Beispiel jetzt alleine hier im Video rede, oder ich bin nicht der Leader, überhaupt nicht der Leader, ja, weil ich dann immer denke, dass ich irgendwas falsch mache und dass ich denen recht machen muss, und ich bin nicht so der Typ dafür, ja. Also Discord ist Wahnsinn, was dort aufgebaut wurde, der German Sovereignty Server. Wenn ihr zusammen mit anderen spielen wollt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Hier, ich zeig's euch nochmal. German Sovereignty, dort wird auch immer noch aktiv gespielt, auch auf dem Discord-Server. Schaut einfach mal rein. Das ist der Link, stelle ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Und wahrscheinlich werde ich mir das jetzt so vornehmen. Oh Gott, wen kill ich jetzt hier als erstes? Doppelkill, werde ich das jetzt so machen, dass ich zumindest erst einmal zweimal im Monat, hier möchte ich wirklich nicht so viel versprechen, freitags einfach mal gegen Abend reinschaue auf Discord, ja, und mit euch zusammen spiele, damit ich das auch nicht komplett aus den Augen verliere, ne? Und vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen meine Aufregung überwinden. Ihr seid ja, glaube ich, selber teilweise aufgeregt, wenn ich mit euch spiele, wobei es keinen Grund gibt, weil ich bin einfach auch nur ein Plantside 2 Spieler, der Videos aufnimmt, ja, also ich bin auch niemand Besonderes. Ich glaube, ich bin da aufgeregter, wenn ich mit euch spiele, als wenn ihr mit mir spielt. Ja, versteht ihr? Ja, also so viel dazu zu meinem unsicheren Charakter. Ist nicht immer schön. Ich versuche mich zu bessern. Aber stellt euch ein, immer mittwochs gibt es ein Video. Und auch wenn es jetzt nicht immer was ultra krass geschnittenes ist, ja, freut euch drauf und ich gebe mein Bestes. So viel dazu. Gut, ich denke, damit hätten wir die Thematik schon abgehakt. So viel gibt es dann zu nicht weiter zu sagen. Dann können wir übergehen. Boah, diese Orbital Strikes, ne? So ekelhaft. Dann können wir übergehen zur Thematik Abitur. Auch eine interessante Sache, ja? So, jetzt muss ich erstmal rülpsen, sorry dafür. Abitur, genau. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist in den Bundesländern. Bei uns ist das so in Sachsen, dass wir 5 Prüfungen insgesamt absolvieren müssen. 3 davon sind schriftlich. Davon war Deutsch und Mathe Pflicht bei uns. Zumindest so in der Konstellation, wie ich die Kurse hatte. Und das dritte schriftliche Fach war dann... Ach, scheiße. War... Was war das? Englisch, genau. Das war auch mein bestes schriftliches Fach. Also Englisch habe ich wirklich genossen, richtig, die Prüfung. Da mussten wir verschiedene Texte schreiben. Ich will da jetzt auch nicht zu stark ins Detail gehen. Aber Englisch war meine beste Prüfung. Dann kam Deutsch. Ja, da habe ich in der Prüfung einen Kommentar geschrieben. Und zwar ging es da um den Kommentar darum, dass ich meine Meinung äußern soll zum Thema Sprachnachrichten auf WhatsApp, ja. Wie sinnvoll ist das? Ist das, ja, wie kann man sagen? Sind Sprachnachrichten eine gute Sache oder eher eine schlechte? Ja, und da sollte ich mir eine Meinung drüber bilden, haben verschiedene Materialien bekommen und ich habe tatsächlich 8 Punkte bekommen, ja, also eine glatte 3 umgerechnet. Und da war ich wirklich mega happy drüber, denn Deutsch hatte ich immer so meine Probleme. Bäm, das war schön. So, und über Mathe brauchen wir nicht reden, dafür habe ich am meisten geübt. Ich habe da wirklich von März, April an gesessen. Ja, schon von Februar an. Und es war trotzdem meine schlechteste Prüfung mit 6 Punkten. So, und damit hätten wir die Geburtstagsmission abgeschlossen. Yuppie, hi, yay. So, da fordern wir jetzt erst einmal die Belohnung an. Missionen, Geschenk zum 8. Jahrestag, die Pilot. Ja, da ist sie. Aber ich glaube, ich habe die Basic-Version der Pilot schon. Wo können wir die mal ausrüsten? Hier zum Beispiel. Da ist sie. Ja, toll, da sehen wir nichts vom Platinum. Also holt euch die auf jeden Fall, denn dann können wir hier im Directive-System auch wieder irgendwas machen. Aber nee, das wird jetzt zu wirr, wenn ich das jetzt suche. Gut, also wir haben die Mission abgeschlossen und jetzt machen wir noch Kills. Genau, das muss ich noch anpinnen mit der Naginata. Ach so, gut, war schon. Mal sehen, wie weit wir da noch kommen.
Das ist auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, das Missionssystem. Hier kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Ingenieur loslege, ne, feindliche Spieler töten, reparieren Sachen und Munition liefern. Und dann bekomme ich einen Erfahrungsbooster für 30 Minuten. Und da jetzt noch Doppel-XP ist, wäre das auch interessant, ne? Oder wisst ihr was? Wir versuchen einfach das mal noch. Auch wenn wir das heute nicht schaffen. Ich will das Video auch nicht zu lange machen. Ich denke, 30 Minuten sind ja vollkommen okay. Ich kann mich nicht konzentrieren. Gut, zack. Und zack. Wunderschöne Belohnung. Okay, dann legen wir jetzt los als Ingenieur. Was haben wir hier überhaupt ausgerüstet? Wir machen natürlich die Eclipse. Die Pilot. Und ich will nicht die Tarnung drin haben. Ach komm, fang auf. So. Ja, passt so. Und das passt auch. Ja, irgendwie. Alles klar. So, ja, hier sind auch ein paar Fahrzeuge unterwegs. Und da versuchen wir hier einfach mal ein paar Sachen zu reparieren. Wie zum Beispiel das. Und da haben wir schon eine von 30 Reparaturen. Gut. Ich war beim Abitur. Also, Matheprüfung abgrundtief ekelhaft. Die war sogar dieses Jahr so schwer, dass das sächsische Kultusministerium gesagt hat, ja, wir schenken euch mal noch einen Punkt. Ja, da hatte ich jetzt im Prinzip anstatt 6, 7 Punkte. Und dann sogar eine 3 minus in Mathe. Im Abi. Hätte ich niemals gedacht. Ja, das war ganz lustig. Die Prüfung war auch dieses Jahr deutlich komplexer als die der Vorjahre, weil es diesmal 100 Bewertungseinheiten gab bei uns anstatt 60. Also fast doppelt so viel, ne? Und demzufolge musste es auch ein paar mehr Aufgaben geben. Und das wurde ziemlich schlecht kommuniziert vom Kultusministerium und demzufolge haben wir einen Punkt extra bekommen. Ich glaube, Bremen hat sogar 2 Punkte extra bekommen. Grüße gehen raus an alle Bremer. Und genau, dann mussten wir noch 2 mündliche Prüfungen machen, damit wir eben auf die 5 kommen. Da habe ich Geschichte gewählt und Geografie. Also 2 ziemlich krasse Lernfächer. Geschichte war die mit Abstand die beste Prüfung überhaupt. Denn da hatte ich 13 Punkte, das ist sogar eine 1- gewesen. Für Geschichte habe ich auch ordentlich gelernt, ja. Und das war halt auch richtig krass von der Lehrerin. Die hat mich halt nur über die Nazis abgefragt in dem Teil, wo eben der Lehrer Fragen stellt. Das war so easy, weil die Nazis hat ja jeder ordentlich gelernt, ne? Weil das ja auch irgendwie mit das interessanteste Thema ist. Wenn auch das schrecklichste in der deutschen Geschichte, aber es hat halt auch jeder gelernt ordentlich, ne? Die Nazis. Und das war richtig nice von ihr. Und im Teil, wo ich Aufgaben bekomme und darüber alleine 15 Minuten reden musste, da hatte ich das Thema Vormärz irgendwie. Und das lag mir auch ganz gut, ja. Also das war ganz geschillt. Ich finde auch mündliche Prüfungen fand ich deutlich angenehmer als die schriftliche. Weil da konntest du einfach ganz gechillt mit dem Lehrer reden. Und das war einfach deutlich angenehmer. Genau, und dann Geografie. War das Problem, dass die Prüfungen bei mir nur einen Abstand hatten von 5 Tagen, die mündlichen, ja. Ich hatte Geschichte am 20. Mai und, ouch, und Geografie dann am 25. Mai. Und im Prinzip hatte ich Geografie schon mal 4 Wochen vor der Prüfung gelernt, dann aber mich auf Geschichte konzentriert und dann hatte ich im Prinzip nur noch mal 5 Tage Zeit nach der Geschichtsprüfung, mir das Ganze nochmal anzuschauen, Geografie, ja. Deswegen habe ich da für Geografie nicht ganz so viel gelernt, wie für Geschichte, als für Geschichte. Aber letztendlich habe ich auch 11 Punkte in, oh, ist das stressig hier, habe ich auch in Geografie 11 Punkte bekommen, eine solide 2 und da war ich auch zufrieden mit, ne. Aber da hatte ich ein scheiß Thema, da hatte ich das Thema Demografie. Ja, also Atlas aufschlagen, viele Sachen rauslesen und Länder bewerten, das war nicht so meins. Dafür lief auch der zweite Teil ganz gut, wo der Lehrer eben kreuz und quer fragt. Ja, und das war das Abi. Letztendlich war es auch nicht so schlimm, aber hat mich eben auch abgelenkt von YouTube und war schon nicht so einfach. Okay, aber nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, jetzt tut mein Rücken weh. Und ich spiele hier komplette Rotze zusammen, ich weiß.
Aber letztendlich hier, ne, wir haben schon einiges geschafft. So, wir legen mal wieder Muni hier hin. Bedient euch, Freunde. Ach ja, und das dritte Thema, über das ich sprechen wollte, ist natürlich, ach, schon wieder ein Orbital Strike, ist natürlich das Studium. Denn da wurde ich dieses Jahr nicht angenommen. Ja, klingt jetzt erstmal ganz dramatisch, aber um ehrlich zu sein, ich bin froh. Wenn ich das höre, bei uns auch in der Nähe, da wurde einer irgendwie positiv getestet. Wirklich nur positiv getestet. Der war nicht wirklich krank, sondern hatte einfach einen positiven Test. Und da musste alles geschlossen werden. Alle Schüler, Studenten in Quarantäne. Von zu Hause aus 10 Stunden lang mit der Webcam, ja, alles virtuell. Du lernst die Leute nicht kennen. Ey, ich bin wirklich irgendwie froh auch, auf der einen Seite, dass ich... nicht genommen wurde, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das auch so unpersönlich dieses Jahr abläuft. Ich könnte es schon denken, je nachdem auch, wo ihr wohnt. Aber ja, ich wurde nicht angenommen. Es hat nicht gereicht. Ich wollte nämlich Medienmanagement machen. Und das ist ziemlich cool an unserer Hochschule. Da kannst du dann zwischen 4 Vertiefungen wählen. Und ich nehme jetzt eine andere Einheit. Das ist scheiße hier. Ich rede gleich weiter, sorry. Jo, wir snipen einfach mal. Ach nee. Wir ghosten einfach mal. Bam. Wir brauchen natürlich noch ein Visier. Und sorry auch, wenn das jetzt hier wieder so ungeschnitten ist und teilweise langweilig. Ich hoffe, es ist nicht so langweilig, weil es geht ja auch darum, was ich äußere und nicht nur um das Visuelle. Ich war beim Studium, genau. Also Medienmanagement, da kannst du bei uns an der Hochschule zwischen 4 Vertiefungen wählen. Einmal Journalismus, das will ich nicht machen. Ich bin nicht so der Schreiber. Dann Media Production. Da lernst du dann also alles, was mit Videoschnitt zu tun hat, Drehbuchschreiben, auch Kameraarbeit und so weiter. Das ist ziemlich cool. Dann hast du noch die Vertiefung Management. Also wenn du mal hier so Boss werden willst von irgendeinem Medienunternehmen, das will ich auch nicht unbedingt machen. Und konnte man hier nicht irgendwie hochkommen? Ach, ich glaube, das geht mit dem Implantat nicht. Ja, und dann die vierte Sache, Freunde. Jetzt hört zu. Hier ist Games Marketing und E-Sports. Also E-Sports and Games Marketing, so rum. Und das ist so mein Favorit, ja. Games Marketing, dass man irgendwann vielleicht mal Community Manager ist und auch Trailer macht und einen Twitter-Kanal von irgendeinem Spiel pflegt, ne. Das ist cool. Oder auch E-Sport-Turniere organisiert. Wer weiß, irgendwie sowas in die Richtung, ja. Also das ist ziemlich cool gemacht und das wäre so mein Ziel gewesen. Das hört sich natürlich alles geil an, deswegen ist die Konkurrenz auch richtig hoch. Da, an der Hochschule bewerben sich für den Studiengang ca. 800 Leute im Jahr und nur 70 sind dieses Jahr weitergekommen, ne? Und ich war Platz 130 rum. Ey, das läuft geil. So. Also ich bin ziemlich nah vorbeigeschrammt, hab gedacht, mein YouTube-Kanal kann da überzeugen, hab den auch, bin da auch ziemlich detailliert drauf eingegangen bei der Bewerbung, aber leider hat es eben nicht ganz ausgereicht. Deswegen möchte ich jetzt auch noch ein paar Praktika machen, wenn das irgendwie möglich ist wegen Corona. Vielleicht auch nächstes Jahr, wenn sich das alles mal ein bisschen beruhigt. Eieiei. Ja, und dann hatte ich noch überlegt, als Alternative irgendwas zu studieren mit Forst nächstes Jahr. Forstwissenschaften gibt es da bei uns in der Nähe. Oder auch Forstwirtschaften. Denn ich bin auch ein ziemlicher Naturliebhaber und interessiere mich auch irgendwie für Bäume. Hab da jetzt zum Beispiel auch hier zu Hause 3 Zimmergewächshäuser stehen, in denen ich 56 Bäume großziehe. Zumindest es versuche, so viele sind noch nicht gekommen. Ja, und da einfach ist ja auch eine mega Aufgabe in Zukunft, sich um den Wald zu kümmern. Ihr seht das ja selber, wenn ihr auf der Autobahn umherfahrt und ein bisschen mit offenen Augen die Natur begutachtet, dass da vor allen Dingen im Sommer ganz viele kahle, braune Stellen sind. Das sind die Fichtenmonokulturen, die eben vom Borkenkäfer, ja, weggefuttert wurden oder angegriffen wurden, die Fichten. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ja, ich rüste jetzt hier einfach mal irgendwas aus. Ich will nämlich da hochkommen. Ja, und diese ganzen abgestorbenen Fichtenwälder, die müssen aufgeforstet werden, es müssen neue Baumarten gefunden werden, was
die Aufforstung angeht. Und ich komme hier nicht hoch. Ach, ist das scheiße. 1,3 ist das peinlich. Ja. Genau, und deswegen, das interessiert mich auch. Aber Mädchen ist halt auch noch so eine Sache, ne? Die ziemlich cool wäre. Ja, also so viel zum Studium. Ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr klappt. Und wir machen jetzt hier noch eine Runde, würde ich sagen. Und dann wäre es das auch schon gewesen. Dann sind das alle Infos, die ich euch so mitteilen wollte. Ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr gerade jetzt in der 11. oder 12. Klasse seid, kurz vorm Abi seid und wie das ausschaut mit Studium. Vielleicht wurdet ihr ja auch nicht angenommen oder ihr wurdet angenommen und ihr könnt mal reinschreiben, was ihr für einen Studiengang macht. Ja, lauter solche Sachen. Und das ist doch noch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich auch versucht, gerade in dieser schlimmen Corona-Zeit, ja, März, April, wo die alle ganz krass waren, Sport zu machen viel. Denn gerade so Rückenübungen, ja, klingt jetzt irgendwie nach Rentner, aber das ist ziemlich wichtig, ja, Rückenmuskulatur aufzubauen. Denn ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich kenne so viele Leute, die Probleme mit ihrem Rücken haben, ja, die Rückenschmerzen haben. Natürlich noch nicht in meinem Alter, aber Erwachsene. Und wir werden alle irgendwann erwachsen, beziehungsweise sind es schon. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, denke ich, Rückenübungen zu machen. Ja, aber das soll jetzt hier nicht Thema des Videos sein, Rückenübungen. Wer hätte das gedacht, dass wir heute noch über Rückenübungen sprechen. So, und dann rücken wir jetzt noch weiter vor, bis wir tot sind. Boah, ist das herrlich. Boah, ist das geil. Rein mit der Granate. Bäm. Felsen, lass mich bitte raus. Oh, das kotzt dich an. Oh, kennt ihr das in Planet Side 2? Wenn ihr irgendwo feststeckt und nicht wirklich rauskommt, ich hasse das. Dem geht's genauso, ne? Och, bitte. So, ja toll, jetzt sind sie weg. Danke auch. Boah, die werden jetzt so hart bombardiert, ne? Autsch. Okay, vielleicht werden wir wiederbelebt. Das zählt nämlich nicht als gestorben. Haha, hab ich's doch gewusst. Da bekommt er noch ein paar extra Minuten spendiert. Ui, das sind noch viele Feinde. Schaut mal auf die Minimap. Treff halt keinen, weil da irgend so ein blödes Schild ist. Und jetzt kommt natürlich der Orbital Strike, Freunde. Das ist das Finale. Die Vanu-Souveränität macht das NK kalt. Und da war ein Spion. Oder war das ein Vanu? Nö. Bye bye. So, zumindest haben wir jetzt am Ende noch ein paar Kills gemacht. Ja, schade, den hätten wir noch headshotten müssen als großen Abschluss. Aber Netto Bier beendet das Video. Vielen Dank deinerseits. Auch vielen Dank an euch, dass ihr mir bis hierher zugehört habt. Das sind wahrscheinlich nicht mehr als 30%, aber immerhin. Vielen Dank, dass ihr immer noch mich verfolgt und mich auch weiterhin unterstützen werdet, hoffentlich. Ich versuche jetzt wieder aktiver, also hier am Start zu sein und für euch Planet Side 2 in der bestmöglichsten Form zu präsentieren. Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir Kapitel 2 der Kampagne beginnen. Bis dahin, ciao, ciao.